So, da ist er wieder, euer Sheraton LP mit Ghost Recon Advanced Warfighter. Operation heftiger Widerstand. Ich habe meine Leute schon ausgerüstet. Wir brauchen auf jeden Fall jemanden, also mich selbst und natürlich jemand anders mit einer Zeus. Kirkland und Ellen habe ich als Scharfschütze gelassen. Und da starten wir halt mal ins Spiel hinein. Ich habe Männer am Bahnhof, die Guardrail 9 sichern. Mir wurde mitgeteilt, dass ein Teil der Anlage fehlt. Das Ding nennt sich Transcom. Transcom ist das Herz von Guardrail 9, General. Es kann praktisch jedes drahtlose Kommunikationsnetzwerk erfassen und dort eindringen. Was hat das zu bedeuten? Dass es noch nicht vorbei ist, Sir. Die haben das Transcom. Vielleicht stimmt es. Vielleicht gibt es wirklich einen von uns, der für Ontiveros arbeitet. Sie meinen einer von uns? Unmöglich. Eingehendes Video. Bereithalten. Und soweit wir das beurteilen können, führen die US-Kräfte gerade den entscheidenden Stoß in Richtung Zocalo, wo sie auf heftigen Widerstand von General Ontiveros treuen Truppen treffen, der sich im Inneren des Palacio Nacional verbarrikadiert hat, wo er verzweifelt versucht, internationale Hilfe und Unterstützung für seinen Staatsstreich zu finden. General Martin, falls Sie noch am Koffer interessiert sind, wir haben ein Satellitenbild, das seine derzeitige Position im Palacio Nacional zeigt. Er ist offensichtlich bei Ontiveros. Was kann Ihnen der Koffer jetzt noch nützen? Ich will das verdammte Transcom, egal was es ist. Negativ, Bulldog. Washington will zuerst den Koffer. Sie, Bewegung! Habt ihr es gesehen? Der Bulldog, den haben sie einen neuen Hut gekauft. Da hat er doch... Okay, los, los, los! Da hat er doch seine Mütze verloren. Was ist das? So, kommt erstmal alle hier rüber, Leute. Wir kommen nicht gerade noch ein paar Hubschrauber angeflattert, die beschießen uns gleich, wenn man auf der Straße rumsteht. Komm, mach dich rüber, Ellen. So, eins. Und der zweite. Ach, hier ist der zweite. Ach, das ist ja ganz, ganz Schwarm war das hier. So, ach so, bleibt mal stehen, Leute, ihr seid. In Bereitschaft. So, ja. Wenn euch das jetzt ein bisschen zu dunkel ist, dann würde ich raten, dreht mal den Monitor und klebt ein bisschen heller. Das ist mir eh mal ein Nachtlevel oder Nachtoperation oder Dämmerungsoperation. Ja, Nacht ist es noch nicht. Und da ist es ein bisschen dunkel. Ich habe meinen Monitor im Moment auch ein bisschen höher gedreht. So, jetzt wollen wir erstmal hier ein paar Rübel abschießen, die hier rumstehen. Dich und dich. Ey, das darf abschießen. Und nicht hier rumblödeln. So, hier war erstmal niemand mehr. Oben hängt einer auf einem Dach. Der hat mir, wo ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, immer elendisch Sorgen bereitet, der Kollege. Weil der kaum zu sehen ist. Den kann man bloß so halbwegs im Verdacht erschießen. Und dann gucken, ob er zurückschießt. So, irgendwo. Ah, hier oben hängt er. Und zwar hier ist was ein bisschen dunkleres. Das müsste er sein. Jetzt getroffen oder hab ich nicht getroffen? Na, wir gucken mal. Kuckuck, ich bin hier. Huhu. Huhu. Schießt du noch? Da schießt nicht mehr, der Bruder. So. Jetzt renne ich mal noch hier vor. Dann muss ich da erstmal an der Stelle einen Cut machen. Weil ich muss ja zwei Panzer, da kommen noch zwei Panzer, die muss ich außer Gefecht setzen. Und das Problem ist, sobald ich einen von diesen Dremeln hinschicke, dann lassen die sich laufend erschießen. So. Ghost Leader, es gibt Probleme am Boden. Der Bereich ist gestört und wir haben keine Übersicht über die Feindkräfte. Gestört? Aber Mitchell hat das Guardrail bereits ausgeschaltet. Die Lage ist noch immer unübersichtlich, aber wir arbeiten die ganze Zeit daran.
Captain Mitchell, wie ist Ihr Status? Wir empfangen ein Signal aus einer festen Position in Ihrem Bereich. Wahrscheinlich ein Störsender. Der Ort sollte jetzt auf dem HUD angezeigt werden. Mitchell, Sie müssen den Störsender neutralisieren. Überqueren Sie den Platz. Finden und zerstören Sie das Ding, Captain. Roger, unterwegs. Okay, Scott. Ihr neues Ziel lautet, die Störquelle zu finden und zu eliminieren. Viel Glück. So, ihr habt gehört, wir sollen da so eine verkackte Störquelle finden und eliminieren. Was gar nicht so einfach ist. Halt. Ach, dich will ich nicht. Doch, dich will ich haben. Komm her, mein Freund. Du schießt nicht auf mich, du Mistvogel. Der Mistvogel schießt nicht nochmal auf mich. So, den haben wir erledigt. Einer hin, einer im Sinn. Wie gesagt, das Problem ist jetzt der zweite Panzer. Den müssen wir von unseren Kumpeln hier erschießen lassen. Und die sind, wie gesagt, ein wenig doof. So, können wir herbrauen. Stell dich mal am besten hierher, damit ich dir von hier aus Anweisungen gebe. Bin unterwegs. Ach nee, das ist auch ungünstig. Nee, bleib vorne. Bleib vorne. Schon unterwegs. In Position. Ja, dann komm lieber mal hierher. Geh mal hierher. Bin unterwegs. So, und jetzt steuere ich dich von hier aus. Ah, da ist er, das. In Position. Nee, halt, angreifen dich, ja. So, den sollst du angreifen. Aber erst, wenn er in der Position ist. Die lassen sich immer so viel Zeit, das ist das Problem, gell, die Brüder. Da mutteln sie erst rum und da klotzen sie erst. Und in der Zwischenzeit hat der Panzer rumgedreht und hat es zielt auf, so in Ruhe ist. Ich ramme schon immer hin und her, dass der Panzer abgelenkt ist, aber nee, die lassen sich trotzdem erschießen, die Träme. So, jetzt. Schon unterwegs. Ausführen. So, du Träne, mach das. Na, was machst denn du? Oh, da kann aber nicht. Das kommt von rechts. Feindlicher Panzer. Wo ist denn hinter Panzer? Ach, jetzt ist da wieder weg, der Panzer. Was machst du denn jetzt? Du musst jetzt den Panzer von hier aus zu erschießen, du Dämmelack. Komm her hier, du bist zu doof. Hast wieder nicht reagiert. Bin unterwegs. Ach, Mann, so ein nutzloses Pack. Normalerweise müssen wir sie sofort erschießen. Weil sie Befehl nicht ausführen, wenn man ihn... In Position. So, jetzt greift den Vogel nochmal an. Unterwegs, Captain. So, halt schon so lang. Damit er hier noch irgendwas zum Schießen hat, der blöde Panzer. In Ordnung. Ja, der greift doch langsam mal an. Bin unterwegs. Hast du ihn erwischt? Ah, ja, hat ihn erwischt. Puh. Ich bin hier. Gott, bin ich jetzt froh, dass wir den erstmal erledigt haben. So, wir müssen jetzt mehrere Störsender hier ausschalten. Und... Probiere mich neu. Dazu rammeln wir hier lang. So, hier dürfte jetzt eigentlich keiner mehr sein. Und zwar müssen wir hier hinten hin. Ja, die zwei Panzer, die machen einem wirklich immer Sorgen. So. Ah, hier oben ist das, hier oben. Lebt er immer noch? Lebt er noch da oben? Sieht fast so aus. Hier oben sitzt er nämlich normalerweise nur dieser verkackte Heckenschütze. Nee, ich glaube, der liegt da. Du kannst nicht gescheit erkennen.
Okay, Leute, hier geht's lang. Was ist das? Ja, die schmeißen mit euch schon was rum. So, muss ich aber aussprachen. Ich habe jetzt keine Ahnung, was hier denn an Leuten rumschleicht. Ich weiß bloß noch, dass hier immer welche waren. Irgendwo. Und dass die uns nicht wohlgesonnen waren. Ne, die waren wohl erst da hinten. Oh Scheiße, wir sind nicht dran dürfen. Hier müssen wir her. Oh, ich glaube, das werde ich alleine machen. Position halten. Das werde ich wohl alleine machen. Ach, Scheiße, wir müssen ja auch noch so einen kackten Hubschrauber abschießen. Das fällt mir gerade ein. Ach, das Theater geht ja auch wieder los. Ah, das Störsender, geht so schnell los mit dem Störsender hier. Ich hör's schon. Was war das denn? Da stand ja einer. Das ist einer, da stand die ganze Truppe. Drei Schuss, dreimal, oder? Nee, einen hab ich wohl nicht getroffen. Oh, Scheiße! Mistbohre. Büste. Ach, das noch geschafft, mir eine kleine drauf zu brennen. Hier, du Mistbohren. Ich hab dich gerade rennen sehen. Ach, das Ding verschießen hier. So, alles mit Störung hier. Gute Arbeit, Scott. Aber jetzt orten wir mehrere Störquellen. Lokalisieren und zerstören Sie sie. Ah, und da ist hingerannt, der Sachfuhre. Den habe ich nicht erwischt, wie es aussieht. Und das war mehr. Einer ist noch. Da ist er. Kann sein, dass das nur Spiele waren. Ah ja, haben wir eins, hier den haben wir, den haben wir. Ich habe das Gefühl, ich weiß, dass er noch irgendwo einer ist. Unterwegs, Captain. Damit ich dir, was ich schießen muss. Das Nachtsichtgerät ist hier im Moment gerade nicht so richtig hilfreich. In Position, in Bereitschaft. Ah, schön. In Position, in Bereitschaft. Ich hätte doch noch einen von diesen. Ich bin hier. Doch noch einen von diesen Fremen mit Dings ausrüsten sollen. Mit Raketenwerfer. Weil wie gesagt, es kommt hier noch ein Hubschrauber. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das so günstig ist, wenn die jetzt hier in der Gegend rumstehen, die Kollegen. So. Wir müssen hier nieder. Und wie gesagt, da ist so ein verkackter Hubschrauber. Ich werde die nicht hier. Ich werde die hier in der Ecke positionieren, weil sie schießen die mir sonst ab, die Brüder. Der Hubschrauber, der macht die sonst platt. Schon unterwegs. So dringend brauche ich euch hier vorne nicht. Durch die Hubschrauber zu schießen, sind sie eh zu blöde. In Position.
ich jetzt wieder hier oben rum. Und hier, und hier hinten und hier auf dem Dach oben hängt der Klubbe einer. Hier da hinten auch irgendwo. Ich glaube keine schlechte Taktik, mal hier in die Ecke reinrennen. Aber hinkommen. Ohne abgeknallt zu werden, das ist immer das Problem. Renn. So, jetzt müsste der Hubschrauber kommen. So, wo ist das Ding? Helikopter gesichtet. Oh, Scheiße. Oh, ich könnte durch die Bäume durchgucken, die müssen drin. Wo ist er? Mistding, verdammtes. Wo ist er? Wo schläft er? Duell. Oder? Na, wo versteckst du dich, du Mistvogel? Ich weiß genau, dass du hier bist, du Scheiße. Franz, komm, stopp! Ich steh nicht. Oder? Ha! Kommst du jetzt wieder ran? Viel Geduld. Geht nur mit Geduld hier. Wo ist er? Ah, hier ist er. Ach, Mistvogel. Ah, das wird trotzdem nicht bringen. Wenn du dich hier hinten versteckst. Scheiß Dreckskarre! Ach, Mann! Was? Ist der zum Geräusch hin? Nach Stiften gegangen? Ey, Scheiß, da steht einer, wie kommt denn der her? Ey, ich bin doch abgehauen mit seinem Hubschrauber! Oh, Scheiße, ist noch einer! Auf hier rumzuschießen, du Dremel. Was ist das denn? Ey, ich glaube, der Hubschrauber ist abgehauen. Nur das ist mal nicht schlecht. Oder ich habe ihn irgendwo erwischt. Und er ist doch abgestürzt. Dass ich ihn doch irgendwo ein bisschen härter getroffen hatte. So. Auf immer her, die hätte ich auch noch nie gehabt. Merkwürdig. So, wir müssen in die Richtung, hier ist die nächste Straßensperre. Hier stehen sie, hier hockt so ein solchen Vogel auf dem Dach, der ist der gefährlichsten. Wenn wir markieren hier. Hier hockt auch noch einer, wenn er genau hinguckt. Und eigentlich laufen hier noch welche rum, aber das waren scheinbar die zwei Träme, die sind hier hinten lang gerannt. Die normalerweise hier oben hocken. Na, mal gehen wir zum Dach ab. Da oben doch. I see you. So, hier ist es. Quatsch. Na komm her. Abbrechen. Und formieren. Neu formieren.